Alles weg. Wofür bräuchten wir denn die Kohle? Kochtöpfe. Kochtöpfe wären gar nicht mal so schlechte Idee, ne? Gerade wegen dem ganzen Monsterfleisch. Also schnappen wir uns das Holz, was hier noch so ist. Und fackeln den Rest da erstmal ab. Wir müssen nur darauf achten, dass wir noch Tannenzapfen haben. Aber das müsste ja eigentlich gegeben sein. Wie viel haben wir da? Oh, so viele sind das gar nicht. In der Biotonne müssten noch ein paar sein. So. Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Zack. Sehr gut. Schaufel kaputt. Aber wir müssten noch genug Flint haben. Und sogar genug Gold. Also wirklich Mangel an irgendwas tut es uns nicht, oder? Also ja, Pigskins wäre noch ganz schick. Aber sonst? So weit, so gut. Du. 1, 2, 3. Das war so nicht geplant. Mehr Bretter. Und wir brauchen noch jede Menge Gras. Dich nehmen wir mal. Dich nehmen wir mal. Und es wird zu schnell zu dunkel. Komm, 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 komm. Du kannst auch noch mit. So. Die Schnarchbrigade ist fast vollständig draußen. Dich können wir noch rausschieben. Aber ja, das ist echt zu friemelig. Obwohl, mit den Pfeiltasten geht das, also mit WASD geht das schon fast einigermaßen. Ja, doch. Also während sie schlafen, können wir sie nachher immer rausdrängen. Da brauchen wir erstmal mehr. Wir brauchen... Ja, Gras, das können wir jetzt nachts nicht machen. Aber wir können das Seil da einfach nehmen. Tada! So, wir hätten jetzt gerne dazwischen eine Mauer. Da. Das war falsch. Wir hätten gerne... Hammer. So. Pickets. Da. Da. So. Ich frage mich auch, was das zweite Stockwerk bringen soll. Greifen die Wölfe irgendwann die Barrikaden an? Das wäre ein bisschen komisch. Aber na gut. So, also da, 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 da. Ich würde echt gerne die Wege rausnehmen. So. Da soll rein. Uah. Sind die Augen neu? Da ist ein Auge der Dunkelheit. Viele Augen der Dunkelheit. Sollte man näher ans Feuer gehen. Von wegen Wahnsinn und so. Oh, das wäre richtig cool. Wenn je nachdem, wie hoch diese Anzeige ist, wir die Welt anders wahrnehmen. Oh, da war gerade was. Da stand gerade irgendwas. Also das mit dem Wahrnehmen wäre echt cool. Wenn wir meinetwegen unter 50 fallen, deswegen welche Halluzinationen bekommen. Oder sowas wie gerade diese Augen. Das wäre schon schick. Erstmal was essen. Dann bräuchten wir mehr Gold. Ja, das war alles geplant. Ich wollte nur in das Gold reinkommen. So. Steine wieder rein. Netz wieder rein. Hammer da rein. So, Kohle haben wir auch noch. Gold. Ich hätte gerne ein neues Werkzeug. Und zwar eine Goldaxt. Sehr schön. Und ich hätte auch noch gerne eine Gold-Pickaxe. Brauche einen Alchemie-Engine. Brauche einen Alchemie-Engine. Was braucht man für einen Alchemie-Engine? 2 Bretter und noch drei geschliffene Steine. Das reicht nicht, hm? Nee. Na gut, dann nehmen wir dich doch nochmal mit. Und machen einen kurzen Trip, um ein paar Steine zu finden. Wenn wir da reinspringen, kamen wir wo raus? Da, oder? Ja,
Hier haben wir noch schön viel Unerforschtes. Also, hier raus. Oh, das Gras nehmen wir mit. Da haben wir irgendwie immer Mangel dran. Gerade wegen den Palisaden. So. Schön Dünger. Ach ja, ist eine echt gute Ecke hier. So. Wurmloch. Wurmloch. Da. 87. Ich hatte nämlich den Verdacht, dass wir dadurch auch Wahnsinn kriegen. Jo, 72. Hat mir eben 15, 16 Punkte abgezogen. Das heißt, wir können da nicht wahllos immer wieder durchspringen. Jedenfalls wäre es nicht... Da war schon wieder was. Also ich hoffe, dass Wilsons die Halluzination hat und nicht ich. Oh, eine Mandrake. Schaufel? Schaufel? Wir haben keinen Flint. Aber die konnte man auch so ausheben, oder? Ja, sehr gut. Stein, 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 Stein. Oh, noch eine Mandrake. So. Wir brauchen Flint, wir brauchen Steine. Wir brauchen keine großen Spinneneier. Und da waren Dreierspinnen. Oh, hier sind überall Dreierspinneneier. Und lauter Gräber. Würde sich echt lohnen, hier zu buddeln. Aber wir haben keinen Flint für... Oh, Mist. Wir haben keinen Flint für die Schaufel. Haben wir genug, um Lagerfeuer zu machen? Ja, haben wir. Nur so für Notfall. Oder? Oh, Steine. Sehr schön. Ting, ting, ting. Mist. Wir haben auch nicht genug Flint für eine Pickaxe. Das war nicht gut. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir relativ schnell an den Stein kommen. So, Blümchen nehmen wir auch noch ein paar mit. Zack. Oh, haben wir das Netz dabei? Nein, natürlich nicht. Mal wieder total unvorbereitet. Aber gut, wir springen zurück durchs Wurmloch, weil es gleich wieder Abend wird. Oh, noch eine Mandrake. Zack. Warum können hier nicht irgendwo Flintstones auf dem Boden rumliegen? Oh, wir sind falsch abgebogen. Ah. Und sobald wir zu Hause sind, sollten wir es auch gleich rasieren. Und das flackert irgendwie alles. Also ich denke, das ist schon irgend so ein psychischer Effekt. Wenn ja, wäre es echt cool. Na gut, wir wollten Mauern bauen. Wir wollten uns rasieren. Wo ist unser Rasierer? Oh, das ist immer schlecht geworden. Pickaxe. Wo ist unser Rasierer geblieben? Ist der in einer anderen Basis? Nee. Weil wir haben keinen Flintstone für den Rasierer. 1, 2, 3. So. Na gut. Die 1% Axt können wir ja verballern. Die Mandrakes können in die Kiste. Eigentlich würde ich gerne jetzt in der Nacht loslaufen, aber mit unserem momentanen Geisteszustand ist das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Speer mal in die Hand. Was können wir noch machen? Wir können ein paar davon verbraten. Denn unser Fleisch wird bald schlecht werden. Wir haben genug Seile inzwischen. So. Das ist da. Seht ihr das? Da ist ein Viech.
fast unsichtbares Viech, das man nur sieht, wenn mit der Maus rübergeht. Das ist... Aber vielleicht kommen wir so an die neuen Bestandteile ran. Dieses Nightmare Fuel. Also wir müssen absichtlich unseren Geisteszustand runterbringen, damit wir diese Viecher sehen können. Die dann umbringen und dann haben wir dieses Fuel für die ganzen anderen neuen Rezepte. Erstmal Mauern bauen. So. Kein Platz. Du da hin. So. Da ist so ein Ding. Und natürlich kannst du durchs Mauern durchlaufen. Du raus hier. Du raus hier. Ah, das ist wieder. So. Stirb. Honig. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Fleisch essen. So, komm schon, ich will wissen, was du droppst. Gleich ist wieder morgen. Fackel. Wenn ich dich da hinschmeiße, machst du Licht? Nein, machst du natürlich nicht. Da war gerade was. Und alle weg. Das hätte mich jetzt doch schon interessiert. Aber na gut. Mauer zu Ende bauen. So, danach müssen wir alle Yaks hier rausbringen. Am nächsten Morgen. Den ganzen Weg buddel ich einfach zu. Sieht jetzt zwar doof aus wie in der Straße, aber lässt sich nicht ändern. Pickaxe. Und wieder das Wurmloch da hinten. Also ja, es ist definitiv ein psychologischer Effekt. Das ist mit der Grafik da, das wird nämlich immer schlimmer. 54. Na, können wir mal ein bisschen damit experimentieren. Wenn wir jetzt nämlich wieder ins Wurmloch reinspringen, dürften wir noch wahnsinniger werden. Und da ist gerade irgendein Ding. Na gut, mal gucken, was noch alles kommt. Also es ist bestimmt keine gute Idee, das alles absichtlich so zu machen. Aber ich bin einfach zu neugierig. So, da hinten war ein Stein. Vor allem die Soundeffekte ändern sich auch. Dieses Rauschen oder was auch immer das im Hintergrund ist. Wispern eher. Ja, sehr cool gemacht. Jetzt hätten wir trotzdem gerne den Steinhaufen da. So, endlich wieder Flintstone. So. Weiter gucken. Wir brauchen... Da ist wieder so ein Ding. Aber es wird nicht dasselbe sein. Die halten anscheinend viel aus. Also greife ich das mal nicht an. So. Hier sind keine Steine mehr. Das ist doof. Wir könnten jetzt Blümchen pflücken, um unseren Geisteszustand wieder herzustellen. Aber ich will den ja gar nicht wirklich herstellen. Ich will ja gucken, was da noch so alles kommt. Trotzdem wäre die Sicherheit von so einer Fleischstatue echt nicht schlecht. Dafür brauchen wir aber, ich glaube, noch mindestens einen Flintstone. Um uns rasieren zu können und um mit den Barthaaren dann die Statue bauen zu können. Ja, ja, alles ganz schön verzwickt. Komm schon, gib mir doch nur einen Stein. Das sind alles Spinneneier. Bestimmt habe ich irgendwo einen Stein übersehen, weil er genauso aussah wie ein Spinnei. Nee. Oh, eine Fährte. So. So, wo gehen wir als nächstes hin? Da unten. Noch haben wir Zeit. Straße folgen? Nee, hier unten irgendwo. Da ist noch neu.
Silber, überall Spinnen, keine Steine. Dafür ganz viele Stickies. Davon soll ich immer zwischendurch welche mitnehmen. Weil diese Goldwerkzeuge brauchen ja 4 Stück oder so davon. Ist schon ein wenig übel. Ja. Geht's hier? Hier kenne ich alle schon. Stopp. Wenn ich jetzt hier lang laufe, wo schlafe ich denn in der Nacht? Machen wir mal ein Lagerfeuer. Ja. Ich will jetzt nicht schon wieder nach Hause, um dann morgen früh wieder loszulaufen. Wir brauchen jetzt ein Gebiet mit ganz vielen Steinen. So wie da zum Beispiel. Aber da waren die Tallbirds. Und die setzen uns doch teilweise ganz schön zu. Also laufen wir jetzt einfach hier wild in der Gegend rum. Und wenn es dunkel wird, dann wird es halt dunkel. Eine Spur. Oh. So, Karotte. Wie schaut es allgemein mit Essen aus? Wir sind fast voll. Wir haben noch 4 geröstete dabei. Noch gekochtes Monsterfleisch. Ja, das ist soweit gut. Die essen wir trotzdem mal gleich. Wegen Inventarplatz. Da ist wieder so ein komisches Viech. Da ist gerade auch was vorbeigerollt. Aber dieses komische runde Etwas scheint das Einzige zu sein, was man davon angreifen kann. Die anderen huschen immer nur so durch die Gegend. So, Bienen. Wollen wir uns mal ein wenig Honig holen? Oh. Ja, ganz vorsichtig. Nicht diese dummen Stickies einsammeln, Wilson. Du sollst die Bienen töten. So, lauter Stinger, kein einziger Honig. Das ist nicht gut. Monsterfleisch zieht Lebenspunkte ab. Das wollen wir nicht. So, ganz viele Stinger. Bringt uns alles nichts. Och, Menno. Ich will doch nur Steine haben. Können wir von hier aus irgendwo schneller nach Hause? Nö. Das heißt, wir folgen einfach der Straße, solange es noch geht, und machen dann schnell ein Lagerfeuer. Und schmeißen da dann Tatsapfen auf. Oder Dünger. Dünger haben wir momentan auch recht viel. Kommen wir vielleicht noch Richtung Wurmloch? Nee. So, hier soll erstmal reichen. Lagerfeuer, da. Und 1, 2, 3 Dünger. So. Essen. 1, 2, 3, 4. So. Lebenspunkte haben wir nur für... Es war kein guter Platz. Komm her. Na, komm her. Du wirst uns nachts nicht überfallen, du doofes Ding. So. Garstigen Biester. Also, 27 Lebenspunkte. 28. Aha. Genau, geht weg. Die wollen einfach nur in Ruhe hier unsere Samen grillen. Jetzt hören wir noch andere Sachen. Können schwören, das sind Hunde oder so in der Entfernung. Aber nicht das normale Grunzen, sondern einfach nur so Kläffen. Wir sind bei 33. Ich schätze mal, bei 25 oder so ist der nächste Schritt. Geht mal ein bisschen dunkel. 32. Die Augen flackern auch mehr. Aber irgendwie geht das nicht runter. Ah doch, 31. Hm. Anscheinend, je niedriger man kommt, desto schwerer wird das auch. Hätte ich irgendwie andersrum eher gedacht. Aber na gut. So, Lebenspunkte sehen langsam wieder gut aus. Magen ist fast voll. Oh, und jetzt hören wir noch jemanden wispern. Sehr cool.
Oh ja. Wir laufen dann einfach jetzt morgen. Hilft alles nichts. Wir laufen zu dem Wurmloch, springen da rein und gehen dann dahin, wo die Tallbirds sind. Und versuchen dann von den Tallbirds irgendwie die Steine zu klauen. Oh, Wilson geht langsam richtig ab. Er ist ja auch bei 29. Aber gut, wir sollten zwischendurch doch mal wieder abspeichern. Und wir sehen uns dann gleich wieder.